Damit die Zunge geschmacksrelevante Moleküle wahrnehmen kann, müssen sie in gelöster Form vorliegen. Die Nase hingegen nimmt Moleküle in der Gasphase wahr. Geruchsaktive Moleküle müssen flüchtig sein. Damit ergänzen sich die beiden Sinnesorgane, weil sie Informationen aus zwei unterschiedlichen Phasen aufnehmen. Wir nehmen Duftmoleküle mit dem Riechepithel wahr. Das ist die rot markierte Schleimhautregion im Nasenraum. Das Riechepithel ist 2 bis 10 Quadratzentimeter groß und enthält zwischen 5 bis 20 Millionen Riechsinneszellen oder olfaktorische Neuronen. Sie haben eine Lebensdauer von lediglich 4 Wochen und werden permanent erneuert. Es gibt zwei verschiedene Wege, wie Duftmoleküle das Riechepithel erreichen können, und beide sind wichtig für die sensorische Wahrnehmung von Lebensmitteln. Bei der orthonasalen Wahrnehmung gelangt die Luft durch die Nasenlöcher in den Nasenraum. Damit nehmen wir beim Einatmen die Duftmoleküle aus der Umwelt wahr. Sie lassen uns das Wasser im Mund zusammenlaufen, noch bevor wir etwas gekostet haben. Denken Sie an den Geruch von frisch gebackenem Brot, Glühwein, gegrilltem Fleisch, Fondue, einer Tasse Kaffee oder frisch gehackten Kräutern. Hier beginnt das Erlebnis des Essens und Trinkens, noch bevor etwas den Mund erreicht hat. Bei der retronasalen Wahrnehmung gelangt die Luft aus dem Mund und Rachen in den Nasenraum. Das geschieht beim Ausatmen oder durch Kaubewegungen, weil der Mund, der Nasenraum und die Luftröhre miteinander verbunden sind. Für das Essen und Trinken ist die retronasale Wahrnehmung besonders wichtig. Im Mund werden die Duftmoleküle aus der Nahrung freigesetzt. Beim Kauen und Schlucken gelangen sie in den Nasenraum und werden dort wahrgenommen. Das Gehirn kombiniert die Sinneseindrücke der Zunge und der Nase zu einem Gesamteindruck, den wir umgangssprachlich als Geschmack des Essens bezeichnen. Das ist nicht ganz korrekt. Denn oft ist der Geruch des Lebensmittels für die Gesamtwahrnehmung wichtiger. Die Frage, schmeckt es dir, müsste daher lauten, riecht es dir gut? Das Riechepithel ist rot markiert. Oben in einem Sagittalschnitt eines menschlichen Kopfes, unten in einer schematischen Darstellung. Die Riechsinneszellen sind Nervenzellen oder Neuronen. Ihr Zellkörper befindet sich im Riechepithel. Über feine, dünne Fortsätze, den Axonen, stellen sie eine Verbindung zum Gehirn her. Die Axone enden in einer Gehirnregion, die als Riechkolben bezeichnet wird. Die beiden Riechkolben sind nur durch eine Knochenplatte des Schädelknochens vom Riechepithel getrennt. Um den Riechsinneszellen den Zugang zum Gehirn zu ermöglichen, verfügt der Schädelknochen im Bereich des Riechepithels über feine Poren. Die Axone gehen durch diese Poren hindurch und erreichen so die beiden Riechkolben. Die Oberfläche der Riechsinneszellen ist durch Zilien stark vergrößert. Die Zilien sind feine, röhrenförmige Ausstülpungen der Zellmembran. Sie erstrecken sich in den Schleim hinein, der das ganze Riechepithel bedeckt. Er ist stark wasserhaltig und schützt so die Riechsinneszellen vor Austrocknung. Der Schleim stellt aber auch eine gewisse Hürde dar. Damit ein Duftmolekül in der Luft wahrgenommen werden kann, muss es sich zunächst im Schleim lösen. Hydrophile Moleküle lösen sich gut im Schleim. Viele Duftmoleküle sind jedoch lipophil. Sie binden an Odorant-Binding-Proteine, die im Schleim enthalten sind, und durchqueren so die hydrophile Schicht. Wie ein Pizzakurier transportieren sie die Duftmoleküle durch den Schleim hindurch zu den Riechsinneszellen. Doch wie erkennen wir bei einem Gemisch von Molekülen in der Luft, ob es der typische Geruch von frisch gebackenem Brot oder Kaffee ist? Das menschliche Genom enthält rund 350 funktionsfähige Gene, die für Geruchsrezeptorproteine kodieren. Jede Riechsinneszelle erzeugt jedoch nur einen einzigen Typ von Rezeptorproteinen. Alle roten Riechsinneszellen bilden den gleichen Rezeptor, alle blauen einen anderen Typ und so weiter. Alle Sinneszellen, welche den gleichen Rezeptor produzieren, sind mit einer ganz bestimmten Region des Riechkolbens in Kontakt.
Damit unterteilt sich der Riechkolben in verschiedene Zonen oder Glomeruli. In Experimenten hat man Mäuse 3 unterschiedliche Duftmoleküle erschnuppern lassen. Durch Magnetresonanztomographie ließ sich die Aktivität der einzelnen Regionen im Riechkolben messen. Manche Regionen waren stärker aktiv, hier rot dargestellt, andere Regionen hingegen zeigten kaum Aktivität und blieben blau. Je nach Kombination von Duftmolekülen entstehen andere Aktivitätsmuster im Riechkolben, die man sich als Geruchsbilder vorstellen kann. Unser Gehirn hat gelernt, ein ganz bestimmtes Geruchsbild als Kaffee zu interpretieren. Ein anderes Geruchsbild verbinden wir vielleicht mit frisch gebackenem Brot.